Die sechs Wege des Yoga. Yoga heißt Einheit, Yoga heißt Vereinigung, Yoga heißt Öffnen für eine höhere Wirklichkeit, Verbinden mit einer höheren Wirklichkeit. Um zu diesem Weg hinzukommen, gibt es sechs verschiedene Yoga-Wege, man könnte auch sagen, sechs verschiedene Yoga-Arten. Diese Yoga-Arten sind, und ich schreibe sie gerade auf diese Tafel, Jnana-Yoga. Jnana-Yoga ist der Yoga des Wissens. Raja-Yoga. Raja-Yoga ist der Yoga der Geisteskontrolle, der psychologische Yoga-Weg. Bhakti-Yoga, der Yoga der Hingabe. Karma-Yoga, der Yoga des uneigennützigen Dienens, der Yoga der Tat. Kundalini-Yoga, der Yoga der Energie. Und schließlich der im Westen populärste Yoga, Hatha-Yoga, der Yoga der Körperübung, der Yoga der Körperbeherrschung. Diese sechs Yoga-Wege haben alle ein ähnliches Ziel, nämlich auf allen Ebenen des Menschseins sich zu entwickeln. Sie gehören auch alle zusammen, denn Mensch hat sechs verschiedene Ebenen. Wir haben einen Körper, dafür ist der Hatha-Yoga da. Du lernst an deinem Körper zu arbeiten. Du lernst deinen Körper zu harmonisieren, du lernst die Kräfte zu entwickeln und schließlich hilft Hatha-Yoga auch, die Körperbewusstheit zu transzendieren, dass du dich nicht so identifizierst mit dem Körper, sondern zu höheren Aspekten des Menschseins Zugang findest. Als zweites hat der Mensch Energien, Prana, wie es auch genannt wird. Für diese Ebene der Energien, dort ist der Kundalini-Yoga da. Gerade in der heutigen Zeit brauchen Menschen für die vielen Möglichkeiten Energie. Kundalini-Yoga ist ein Yoga-Weg, der dir hilft, wirklich deine Energien zu aktivieren, wirklich viel Kraft zu bekommen. Der dritte Yoga-Weg ist der Karma-Yoga, Yoga der Handlung. Karma-Yoga hilft dir, Kraft zu bekommen für den Alltag. Du wirst den ganzen Tag tätig sein, den größten Teil des Tages tätig sein. Du hast vielleicht Familie, Partner, Kinder, Eltern. Du bist vielleicht aktiv in deiner Nachbarschaft, in verschiedenen gemeinnützigen oder politischen oder ökologischen Initiativen. Und natürlich, du hast deinen Job. Wie du auf diesen Ebenen das Tätigkeit, die Tätigkeiten spiritualisieren kannst, dazu gibt es Karma-Yoga, der Yoga der Tat. Karma-Yoga heißt nicht einfach tun. Karma-Yoga heißt enthusiastisch und gelassen handeln und dabei die Bewusstheit ausdehnen. Schließlich hast du Emotionen, Gefühle. Und Bhakti-Yoga hilft, dass du deine Emotionen harmonisieren kannst, insbesondere, dass du mehr Liebe entwickelst. Liebe zu den Menschen, Liebe zur Schöpfung, Liebe zum Göttlichen, Liebe zum Höchsten. Bhakti-Yoga heißt also, Liebe zu entwickeln, die Gefühle zu harmonisieren, emotionale Verletzungen loszuwerden oder besser damit zurechtzukommen, um schließlich zur kosmischen Liebe zu kommen. Der nächste Aspekt des Menschseins ist der Verstand. Auf dieser Ebene wirkt Raja-Yoga. Nicht nur Verstand, dazu gehört auch das Unterbewusstsein, dazu gehört das bewusste Denken, dazu gehört Zugang zu finden zur Intuition. Man kann sagen, Raja-Yoga ist der geistige, der psychologische Yoga-Weg, der auch wieder auf die Emotionen auch wirkt. Im Raja-Yoga lernst du, mit dir selbst umzugehen. Du lernst, deine eigenen Fähigkeiten kennenzulernen, zu aktivieren. Du lernst, diese in den Alltag hineinzubringen. Du lernst es schließlich, deine Gedanken zur Ruhe zu bringen. Und sind deine Gedanken zur Ruhe gebracht, dann erfährst du das Höchste. Schließlich Jnana-Yoga. Jnana-Yoga richtet sich an deine Unterscheidungskraft. Jnana-Yoga richtet sich an die tiefe spirituelle Sehnsucht. Du fragst dich, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist vor dem Tod?
Was ist nach dem Tod? Was ist vor der Geburt? Was heißt das Leben zwischen Geburt und Tod? Was ist wirkliche Freude? Gibt es eine höhere Wirklichkeit? Jnana Yoga stellt diese Fragen. Jnana Yoga beschäftigt sich mit diesen Fragestellungen anhand von Schriften. Jnana Yoga richtet deine philosophische Fragen in eine Richtung, dass du zu tiefen Schlüssen kommst, dass du zum Schluss kommst: Ich bin Bewusstheit, ich bin eins mit dem Unendlichen, ich bin reine, unendliche Wahrheit.